wenn ich rede mit Armin Eidherr, wo ist gekommen von Salzburg. Es bietet ein bisschen wegen sich in der Rüdewegener ab. Nun, ist die übersetzerische Tätigkeit ein Teil von der Arbeit meiner? Weil auch anheben mit der übersetzerischen Arbeit. Für mich ist das eine Arbeit, was ist eigentlich eine übrige Arbeit, weil ich allein kann lernen die Bücher. Aber ich darf bei keinen größeren Eulen mit die kulturellen Äußeres von Venedig. Ich arbeite euch wie ein Wissenschaftler auf dem Gebiet von Jiddistik, von Jiddisch Limudim, vernehme sich mit Fragen, von die Themen von der modernen jiddischen Literatur, wie der Golesgedanke, wie die Sprachenfrage, wie die verschiedenmilige Traditions von der jiddischen Literatur. Und ein Teil, ein kleiner Teil von der Arbeit ist die übersetzerische Tätigkeit. Für was? Eine größere Zahl von Wissenschaftlern, die vernehmen sich rack wissenschaftlich mit Jiddisch. Sie forschen wegen Klangen bei den Mittelalter, sie forschen wegen grammatikalischen Spezialitäten, wegen etymologischen Fragen. Und mit was nicht. Und mit was nicht. Aber das ist für einen kleinen Kreis von Spezialisten, wenn wir sagen. Und ich bin ein Wissenschaftler, aber auch ein Populärmacher für Jiddisch. So wie mit 100 Jahren zurück hat noch Nathan Birnbaum, Nossen Birnbaum, übergesetzt. Er hat gearbeitet ideologisch auf Jiddisch, aber hat übergesetzt schon einmal Lechen. Für was? Er hat gewollt zuziehen Menschen durch das Übersetzen, zu Jiddisch, zurückbringen zu Jiddisch. Und heute befinden wir uns in einer bis gar schweren Situation, wo wenig Menschen vernehmen sich mit Jiddisch. Lemoschlich allein lebt sich isolierter heute in Österreich, in Salzburg. Und es ist noch keiner, mit wem zu reden, ob ich da meinen Namen, lassen wir sagen, Perez Markisch, ich darf anheben von anheben. Mit euch, Perez, ihr wisst allein, sein Geurel, sein Werk, sein Leben. Und ich meine, es darf gehand, so ich bin wie in den Zeiten von Birnbaum, es wichtig, durch Übersetzungen zu ziehen, Menschen zu den Keulen, zu Original. Ja, das Kenntnis von jiddischen Unionenbeklau ist ein kleiner. Einmal, man weiß wegen Hurben. Einmal, man weiß, ich weiß nicht, wegen deutsch-jiddische, wegen der Größe Schreiber. Ein Griechen von Hamlet, ein Griechen von Hamlet. Das auch, aber ich meine wegen Arthur Schnitzler, wegen Karl Kraus, wegen der Größe nennen. Aber was ist gewesen, eine Kultur, eine offene Kultur, eine moderne Kultur wie die jiddische, das weiß keiner nicht. Uri Zvi Grimberg hat einmal geschrieben, man setzt über etlichen totterischen Dialekt, etlichen afrikanischen Dichter, aber jiddisch, man bekennt sich nicht. Nicht geguckt auf dem, was das ist, erloschen, was lebt, das geschrieben in Albatros in den 20er Jahren, was lebt im Zentrum von Europa und für was zu lieb dem hebräischen Alephbeis. Für mich ist das eine Kultur, was entfernt mir, ob euch Frage ist, was ich habe allein, legabe meine eigene Identität. Das ist wichtig. Was mich interessiert, ist der Gedanke von einer geistigen Existenz, was darf definieren sein Heim, nicht wie ein Schädel, nicht wie ein Stück Erde, nur wie ein Kiemen von diverse Traditions, wie ein geistiges Heim. Das ist interessant. Und was ist nicht, was kommt nicht von einer Rasse, von einer Kultur, von einer Sprache, nur was öffnet sich, ohne zu verlegen in seinem eigenen Joder. Ich weiß, dass ihr kennt eine Sachsprache, europäische Sprache. Ja. Und ihr setzt euch über von anderen Sprachen. Ja. Es,
also eine fachmännische Frage. Siehst du als etwas, aber Sinn geht, als spezifisch geht, in der Schwierigkeiten von Übersetzen von Jiddisch? Ja, ich vergleiche mit anderen Sprachen. Jiddisch, der lernt man sich keinmal nicht. Ob ich öffne ein Buch, ein Buch, muss ein Lämmst das ein Buch, was es soll nicht sein, ich treffe sich an auf Werte, was sind neu für mich. Ich habe sich, ich nehme jetzt damit 25 Jahre, aber das ist interessant, weil es eine offene Sprache ist. Es ist nicht keine Sprache ohne Klarlin, das ist das nicht, aber eine offene, große Sprache, was nimmt da rein, für Neuesten wenig, aber auch, es nimmt interessant, rein für innen wenig. Ja. Das sind doch Qualen, was kommen von innen wenig. Wo sie sehr viel einzutun. Ja. Jetzt habe ich verendigt, eine größere Arbeit. Ich bin gewählt vor nur 5 Jahren wegen Sprachenfrage in Jiddisch, in jiddischer Kultur im 20. Jahrhundert. Also lassen wir sagen, sind 1860. Und jetzt habe ich das verendigt. Jetzt will ich sich geben, warf auf eine Lebensgeule. Mhm. Ich habe nicht. Verwusst, weil eben, man gibt das heraus, den Mocker mit einer Übersetzung, mit Kommentaren, mit Bildern. Ich arbeite zusammen mit der Comics-Zeichnerin und ich will das herausgeben mit Musik. Josef Achron hat angeschrieben, ja. Binnenmusik, auch da immer, eine Opera. Aber da ist das ist für mich ein Stück, was enthält, sei historische, aktuelle historische Brotting, auf welcher Lehrung stellt sich ab. Also historische Parallelen. Ja, Parallelen zu der russischen Revolution. Euch ist da Kabul, es ist da Tanach. Die Geschichte allein von Gäulen, was ist allein interessant. Was keinmal nicht geworden, übergesetzt auf Deutsch. Auf Englisch ja, zweimal. Zuletzt hat das übergesetzt Joachim Neigreschel. Ein großen Dank, Armin. Ich darf auch was. Ich wünsche euch der Volk in der Arbeit. Ich hoffe, dass wir uns sehen in der 9. Zeit euch. Peres von eurer neuen Arbeit. Ah, Dank. Herzlichen Dank.